Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Frau Kammerschauspielerin Wessely, Sie spielen nun schon ein halbes Jahrhundert Theater und Theaterspielen hat sich wirklich während diesem halben Jahrhundert sehr verändert. Es wäre sehr interessant zu hören, wie es anfangs zu Ihrer Zeit gewesen ist, wie Sie Theater erlebt haben, wie Sie ins Theater eingetreten sind. Ja, das ist, wie soll ich das sagen, in der Rückschau ist die Umwelt, also die Zeit, ja mitbestimmend gewesen, in der ich begonnen habe. Insofern ist es, kann man sagen, eine Ähnlichkeit in der Rückblende, aber wieder gar nicht, keine Ähnlichkeit. Das waren die 20er Jahre, wo ich dazugegangen bin, dann die 30er Jahre. Das waren große politische Ereignisse, die da in der Mitte hineingespielt haben. Entscheidend, die natürlich das Theaterleben gewandelt haben. Die Stücke zum Teil, dann waren gewisse Stücke verboten, die haben wir dann wieder gespielt. Da muss ich jetzt einen kleinen Schnitt machen, machen eine kleine Pause. Da muss, bis daher ja, dass die Zeit eine große Rolle gespielt hat. Aber Sie wollen ja wissen, ob man, wie man anders Theater gespielt hat. Wie soll ich das sagen? Ich kann nur deinen Kollegen zitieren, der am Burgtheater war, der gesagt, was heißt modern, echt muss es sein. Und das erübrigt sich eigentlich alles dazu zu sagen. Die Literatur hat sich geändert, die Aufgaben haben sich geändert. Ich kam ziemlich früh, fast zur Ablöse des Stummfilms. Der Tonfilm hat eine entscheidende Rolle gespielt. Ich hatte das Glück, dass ich also schon am Theater mich bestätigt hatte. Und dann kam der Tonfilm. Das war ein, wie soll ich sagen, künstlerisch sehr interessant. Das Mikrofon spielte eine große Rolle. War natürlich eine ganz andere, wie soll ich sagen, Ausdrucksweise, knapper gefragt vor dem Mikrofon wie auf einer Bühne. Und das Problem ist heute noch immer, wenn wir heute Television machen oder Film machen, das Mikrofon, wenn das weg ist und wir müssen im epischen Theater, im großen Burgtheater mit 1600 Personen, wo vieles unakustisch ist, auf einen ganz anderen Stil gebaut, das geht mir natürlich in dem Moment, wo Sie mich das fragen, durch den Kopf, nicht? Und wenn ich denke, dass das alte Burgtheater, also das vor 89 erbaute, das noch das alte, das Nationaltheater, ein kleines Theater war für Schauspieler, obwohl die Mozart-Oper aufgeführt wurde, uraufgeführt, das ist, umschließt ein so großes Kapitel, wo man so viel über Technik reden müsste, über die, und danach richtet sich natürlich auch die Ausdrucksform, darf sich aber eigentlich nicht richten vom Darstellenden, vom Urgrund Hingebens an eine Dichtung oder an einen Menschen von einem Dichter geschrieben. Wir wenden uns ja auch Menschen zu, die gültig sind, auch wenn sie also Alltägliches aussagen oder sogenannt Banales, wo man kein Dichterwort zu sprechen hat. Ich habe jetzt angeschnitten ein großes Problem, was vom Haus her, also vom Instrument her kommt, in dem wir Dichter aussehen. Heute spielt man Kleist anders, wie wahrscheinlich seinerzeit. Trotzdem bleibt der Kleist immer der große Mann, oder Goethe, oder Schiller, oder von Shakespeare gar nicht zu reden. Frau Kammerschauspielerin Wessely, wo haben Sie Theater angefangen zu spielen? Und welche Voraussetzungen haben Sie einfach mitgebracht von Haus aus, um Theater spielen zu wollen? Ja, eigentlich eine Lehrerin, eine sehr musisch Interessierte, sie war selber im Singverein, die hat mich 4 Jahre begleitet in der damaligen sogenannten Bürgerschule, heute gilt das eine Hauptschule, gilt, würde man sagen, Hauptschule, aber wie soll ich sagen, der Lehrstoff war zu dieser Zeit etwas, würde heute einer Mittelschule gleichkommen, fast. Und die hat mich begleitet 4 Jahre und hat mich eigentlich dann aufmerksam gemacht, dass ich, ob ich nicht zur Bühne gehen will. Das war damals neu, kam 1919 also nach der Volksschule. Und sie hat unterrichtet Geografie, Geschichte, Deutsch, Gesang. Und durch ein umfassendes Feld, es waren damals Lehrspaziergänge neu, Theaterbesuche neu. Und wir konnten Stellung nehmen in der Schule zu den Eindrücken. Wir waren in der modernen Galerie, es war Gustav Klimt, Schiele, war damals nahe gekommen. Das war also sehr neu im Unterrichtsplan. Und ich verdanke dieser Grundlage des Hinweisens zum Künstlerischen, verdanke ich eigentlich dieser Lehrerin, das ist ein Glücksfall gewesen, großer Glücksfall. Ich war auch noch viele Jahre mit ihr dann in Verbindung. Haben Sie dann eine...
Haben Sie dann eine Schauspielschule besucht? Ja, sie ging sogar mit mir zur Aufnahmeprüfung. Ich habe dann die Akademie für Musik und Darstellende Kunst, hieß es zu dieser Zeit, ist dann übergegangen ins Reinhardt-Seminar, aber es war eine sogenannte Hochschule. Und nach Abschluss Ihrer Ausbildung? Schon vorher, ich bin ausgebrochen, habe dann wo sprechen gelernt und bin wieder zurück in die Akademie und bin dann schon engagiert worden für eine kleine Rolle 1924, dann meine erste, für eine Zofe bin ich dann ausgesucht worden, war von Sardou in Zyprien. In welchem Theater? Im Volkstheater in Wien, mit einer, als Gast mit Leopoldine Constantin, das war damals eine große Salondame, die bis Berlin überhaupt gegangen ist. Eine sehr charmante, ausgezeichnete, hervorragende Schauspielerin. Das war so ein bisschen Vorbild, hat man mir auch dann ein bisschen in der Presse vorgeworfen, ich soll untersteigen von Constantin Hügel. Es hat sich dann vieles gewandelt, es war sehr lebendig. Und dann habe ich viele die kleinen Rollen gespielt, musste auch einspringen, was ich gar nicht gern gemacht habe und damals schon zur Erkenntnis gekommen, dass aus dem Einspringen, dass das nicht meine Sache sein soll, es käme nur aus den Nerven und aus keiner Leistung. Und wahrscheinlich resultiert daher meine Freude an Proben. Für mich ist das Hübscheste, die Werkstatt. Probieren ist für mich schön zu spielen auch. Es gibt gewisse Momente, wo das Publikum einen also mit hinaufreißt, vielleicht zu einer höheren, qualitativ besseren Leistung. Aber ich probiere sehr gern. In welcher Zeit sind Sie dann auch zum Film gekommen? Besonders die Filmbesucher, die Kinogeher in der Bundesrepublik, haben Sie natürlich durch den Film in Erinnerung, kennen Sie vom Film her. In welcher Zeit hat das stattgefunden? Das war 1934, aber ich war sozusagen schon im Auslaufen der berühmten Berliner 20er Jahre, war mich 32 zum 70. Geburtstag von Gerhard Hauptmann, kam ich nach Berlin und hatte da im Theaterjargon nannte man das Durchbruch. Den hatte ich schon 32, bevor ich zum Film gegangen bin. Also als Schauspielerin eigentlich schon. Zu dieser Zeit war das ein gewisser Maßstab. Man musste sozusagen in Berlin sich bestätigen haben können. In den 20er Jahren, besonders am Burgtheater, wurde ja doch eine Art Sprechmelodie kultiviert. Es war ein gewisses Singen. Ich glaube, dass man sogar sagt, Klarinettentöne. Ging das auf Keins oder Mäuse nein, zurück? Nein, das muss ich, das kann man nicht mit dem Burgtheater in Verbindung bringen. Das war ein Stil, der allgemein, der war ganz anders. Da kann ich gar nichts dazu sagen. Denn es ist ganz falsch, der Keins hat etwas Neues hineingebracht ins Burgtheater. Aber dank seiner, das kann man gar nicht, das kann ich nur aus der Theatergeschichte her erzählen, von diesem Burgtheater-Stil. Frau Kammerschauspielerin, gegenüber Schauspielern aus Deutschland, fällt es in Wien immer wieder auf, dass die Wiener Schauspieler eine starke Melodik in ihre Aussprache einbringen und sie haben nun ein ganz unverkennbares, melodisch rhythmisierendes Timbre. Man sieht aber und stellt das immer wieder fest in den jeweiligsten Rollen, dass sie sich da sehr wandeln und verändern, also viele Register besitzen. Hoffe ich, ja. Zumindest ist das, natürlich, man kann nicht alles vom Kopf und vom Willen her dirigieren. Es kommt auf den Dichter an. Ein Dichter wie Schnitzler, ein Bühnenschriftsteller, ein ganz außerordentlicher und sehr österreichisch. Und kommt auch dem epischen Theater nahe, dem heutigen, gängigen. In dem Moment natürlich, und in Wien geboren, schafft er eine besondere, wahrscheinlich speziell wienerische oder österreichische Melodie, die liegt in der Sprachführung des Dichters. Wenn ich dann Gerhard Hauptmann spielen muss, ist was anderes, denn als geborener Schlesier. Wenn ich Olbe spielen muss, dem man nachsagt, er hätte eine spezifisch besondere Sprachqualität und eine persönliche Ausdrucksweise. Jetzt denken Sie, müssen wir, aber die ist so exzeptionell, dass sie die Sprachführung, dass sie auch in der Übersetzung einen Gong anschlägt, den ich mich bemüht habe. Ich habe zwei gespielt, Empfindliches Gleichgewicht und Alles vorbei, den ich einfach den Sprachduktus heraushöre, nicht? Und somit eine Melodie. Nun liegt uns Österreichern das vielleicht überhaupt, nachdem wir alle ein bisschen slawisch gemischt sind, das Melodische oder das Gefühlsbetonte, was automatisch dann einen Ton gibt, eine Färbung. Nicht? So stelle ich mir es vor, dass das die Ursache ist. Ist man mit diesem Beruf Schauspieler zu sein, wie verheiratet, verliebt, ist das oft auch ein Schicksal? Sind dann da auch
Fleiß und Arbeitszwänge dabei? Oder ist es immer so diese Freude, wie es eben das Publikum vom Sitz aus und vom Stehparterre aus glaubt, annehmen zu können? Ist alles drin. Ja, manchmal auch eine Hassliebe. Aber nicht aus Eitelkeit, sondern dass man eigentlich, wenn man ihn ernst nimmt, den Beruf, und von Beginn an, also hart, verantwortungsbewusst, wollen wir so sagen, es war nicht so hart, eigentlich nicht, dadurch, dass so schlechte Zeiten waren, die dazu gegangen sind. Wir wollten alle nicht materiell, das war wirklich, das muss ich sagen, die ganzen Kollegen, männliche und weibliche, es war einfach so, dass man wollte gut sein. Man hatte Vorbilder und wollte gut sein. Dann, wir wussten aus der deutschen Theatergeschichte, österreichischen Theatergeschichte, wusste man, wie die leben, was die machen. Wir haben uns dafür interessiert, aber es war nicht die Hauptsache. Man wollte sie sehen.